Eine Sache muss ich gleich nochmal vorweg sagen. Wir können aktuell keine großen Produkte wie Wheelbases oder Pedalen testen, weil ich meinen Standard-Rig hier noch am Stissel habe, also mit dem ich jeden Tag fahre, und daran baue ich nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sehr viele Jahre damit verbracht habe, diese Gerätschaften einzustellen, dass ich da drinnen so sitze, wie es mir gefällt und alles so ist, wie es mir gefällt. Aber es gibt einen Termin, wann mein Büro umgebaut wird, und zum Büroumbau kommt ein zweites Rig in dieses Haus, also in diesen Raum hier, und das wird die Teststation. Wenn diese Teststation da ist, werde ich umgehend die Videos fertig machen für die ganzen Produkte. Also ich werde sie dann alle fahren und ausprobieren und euch meine Reviews dazu geben. Und wir werden sie auch länger fahren als nur eine Woche. Gucken wir doch mal rein in das letzte Paket, was das ist, wa? Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Also ich würde sogar fast mal so weit gehen und sagen, sie ist schwerer, oder das Paket ist schwerer als meine Simo Cube. Asetek Sim Sport steht schon mal drauf. Sim Sports, Entschuldigung, ich vergesse mal das S. Wie machen wir denn das jetzt, ey? Oh, das müssen wir auch drehen. Das geht nicht anders. Aber langsam und vorsichtig. Alter, das ist richtig brockenschwer. Oh, Maga, bitte. Es ist genau die Wheelbase. Das ist die einzige Wheelbase, die ich tauschen würde. Oder? Es ist genau die einzige Wheelbase, die ich an meinen Rig ranbauen würde. An mein eigenes. Oh, Mann. Es ist genau diese Wheelbase, die ich anbauen würde. Ich geh krachen, Alter. Es gibt zwei Wheelbases, Chat, die ich sehr liebe. Über alles. Diese und die Zero Cube. Zwei. Pro. Zwei. Und ich habe beide zu Hause. Eine gekauft und diese habe ich für Review-Zwecke gekriegt. Mmh. Ja! Oh, ich habe. Ich bin sie ja letztes Jahr gefahren auf der Sim Racing Expo. Mmh. Oh, das wird das Schönste. Das wird das Schönste auspacken. Es ist wie scheiß Weihnachten gerade. Es ist wie Weihnachten gerade. Oh. Verpackungstechnisch haben sie auch hier an ihrem Design, sie ziehen halt ihr Theme ziehen sie durch, was ich schön finde. Also mit den dänischen, ne? Also weiß und rot, da bleiben sie dabei. Hier haben sie leider keinen Aufkleber drauf, dass das aus Dänemark ist. Maga, die riecht, das, oh, die riecht am besten. Die riecht einfach nach nichts. Oh, die riecht nach nichts. Die riecht komplett nach neu. Und nach nüscht. Oh. Okay, okay, okay. Oh, die riecht so neu und so lecker, Schmecker. Mm. Und, oh, jawoll. Aufkleber. Yes. Aufkleber sind dabei. Da freue ich mich immer. Nein. Dein scheiß Ernst? Oh, die Knöpfe sind schon mit dabei. Oh mein Gott. Wie geil ist denn der Not aus? Das ist ja so satisfying. Boah, das ist richtig satisfying. Das ist richtig satisfying. Okay. Hier haben wir noch einen. Das ist, ach so, nee. Das ist der Stromschalter. Und das ist der Notaus. Und der ist genauso geil. Oh. Das ist richtig satisfying. Okay, was haben wir denn hier alles dabei? Stromkabel, klar, die brauchen wir. USB-C-Kabel brauchen wir auch. Nochmal zwei Stromkabel brauchen wir nicht. Und jetzt kommen wir mal zum Netzteil. Oh, das kommt mir bekannt vor, das Netzteil. Mir ist so, als hätte ich sowas schon mal in der Hand gehabt. Ha. Huh. Komisch, sieht so aus wie das, was hinten bei mir am Rig dran hängt. Hm? Das ist ein ordentlicher Oschi. Ist Saft drauf. Richtiger Zielstein, Junge. Hoho! Das riecht nach Power. Oh mein Gott, das kriegst du nicht mal. Nee, das geht. Da muss ich kurz aufstehen für. Dafür muss ich aufstehen. Oh, joink. Alter, Verwalter. Na dann, gucken wir uns den Braten mal an hier. Okay, wir haben überall die LED-Stripes drin. Also, falls ihr das nicht wisst, die Asetek-Produkte. Okay, alles klar.
Die Asidec-Produkte haben hier alle LED-Streifen drin, also auch an den Seiten. Was ich total toll finde ist, Asidec hat schon von Haus aus Nutsteine drin. Das ist ein absoluter 5-Head-Move. Also du hast hier deine Nutsteine für das Befestigen schon unten drunter. Die sind zum Verschieben. Das heißt also, wenn du irgendwie eine Bohrung hast, die an deinem Rig dran ist, kannst du dich daran auch orientieren. Finde ich geil. Aber es geht auch Frontmounting. Das heißt, wir könnten theoretisch den Oschi hier vorne abschrauben und die auch hier mounten, wenn wir das wollen würden. So, was haben wir denn hier? Rotating Shaft, rotierende Welle. Hohes Drehmoment, heiße Oberfläche. Das hier ist alles Metall. Das hier ist auch alles Metall. Das hier ist Hartplaste. Also der Deckel vorne ist Plastik. Der Schaft hier vorne, das ist Metall. Es dreht sich. Super. Hinten der Deckel ist auch Plastik. Also hier, oder? Plastik. Plastik. Und der Rest ist alles Metall. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier für Anschlussmöglichkeiten? Du willst mich doch komplett verarschen, Alter. Nee! Warte kurz, wir müssen kurz mal ins Netzteil gucken. Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Alter, hier ist wirklich, ohne Scheiß, Chat, hier ist ein kompletter USB-C-Hub hinten drin. Da ist ein kompletter USB-C-Hub drin in dem Ding. Holy moly. Da müsste man mal rausfinden, wofür der ist. Also wir haben die Switches, können wir da anschließen. Also die hier. Die Pins haben wir da. Wir haben hier 2, 5 USB-C-Ports. Einen, der weggeht und der Stromport. Das ist mir auch egal, ob ich jetzt das Wheel nochmal einpacken muss oder auspacken muss. Wir bauen das Wheel da jetzt mal ran. Ich möchte den Quick Release testen. Oh fuck, ist das satisfying. Oh, ist das satisfying, Alter? Das ist so satisfying. Also Verarbeitung von der Wheelbase. Sehr gut. Also ich würde jetzt hier nichts irgendwie kritisieren wollen an dieser Wheelbase. Habe ich also nichts weiter zu sagen. Das Plastik finde ich selber ist jetzt nicht so schlimm, was hier hinten dran ist. Macht einen schmalen Eindruck, einen schlanken Eindruck. Man müsste mal rausfinden, wofür die Peripherie ist. Ne? Das werden wir dann in den Tests mal ausprobieren. Also die ganzen... Entschuldigung, dass ich das nicht so viel anhebe. Das ist wirklich schwer. Also müssen wir mal rausfinden, was die Peripherie so hat. Ansonsten ist das wirklich ein brutaler Apparat, Junge. Und das Ding fühlt sich richtig stramm an. Auch sehr wertig. Ich denke mal, das ist so die übliche Asitec-Qualität, die man erwarten kann, wenn man Asitec-Simsports kauft. Ich würde sie ja gerne anschließen, aber das möchte ich mir aufheben. Weil ich habe gerade das Ding auf dem Tisch stehen und hier sind 27 Newtonmeter drin. Nein. Das möchte ich auf dem Tisch nicht machen. Ist der Hebel Plastik oder Metall? Das hier ist Plastik. Innen drinne hier ist Metall. Nee, stimmt nicht. Hier ist auch Plastik. Aber die ganzen Aufnahmen hier an der Seite, das ist alles Metall. Und das ist wirklich super satisfying. Meine Fresse. Da würde ich jetzt mal, also ohne sie gefahren zu sein, muss ich gleich dazu sagen, ne, das ist ja immer nur die Auspackwertung mit Unbox Experience und so, was wir... erleben können, würde ich die Wheelbase auf eine 9,5 von 10 raten. Nur Unboxing und Anfassen und erster Eindruck. Reviews, weil mich gestern jemand gefragt hat, Reviews kommen im Laufe der Zeit, weil ich die nochmal ausprobieren möchte. Und dann gibt es zu all diesen Produkten gibt's Reviews dann bei YouTube. Das wird wahrscheinlich auch meine Main Wheelbase werden. Voraussichtlich. Ich habe nur leider ein kleines Problem. Ich habe leider kein Mounting dafür. Es sind keine weiteren Pakete da. Das heißt, ich kann die Wheelbase aktuell nicht mal mounten. Sonst hätte ich es jetzt umgebaut. Weil ich nehme mal ganz stark an, dass das Mounting für Simocube hier dran nicht geht. Der Quick Release ist einfach eine 20 von 10. Holy shit. Der ist so satisfying.
Wie würdest du rein vom Unboxing her die Simocube bewerten? 9,5 von 10. Also Simocube und Asitec nehmen sich, bin ich ganz ehrlich mit euch, die nehmen sich wirklich nicht viel. Also das Ding und das, was da drüben steht, also ich habe ja eine Simocube 2 Pro und die Asitec Invicta ist für mich persönlich, sind die besten Wheelbases, die man kaufen kann. Also die bin ich selber schon gefahren. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mit der Invicta noch keine Langzeittests gemacht. Die Simocube 2 Pro, aufgrund der Langzeittests, ist sie für mich die beste Wheelbase, die man so kaufen kann für den Preis, was ich getestet habe. Ne? Ich habe nicht alle Wheelbases in der Hand gehabt, muss ich dazu sagen, was ich getestet habe. Und die kommt hier direkt danach. Die kommt direkt danach. Aber so vom Unboxing her ist das so von der Experience, so was drin ist, was du kriegst und was du zu erwarten hast, ist das hier definitiv eine 9,5 von 10. Yes.